Herzlich willkommen im Belvedere. Die Österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Mit einem der wichtigsten und prägendsten Künstler des späten 19. Jahrhunderts, der im deutschsprachigen Raum definitiv eine Dimension für sich darstellt. Anselm Feuerbach. Mit seinen Historienbildern, seiner Rezeption antiker Erzählung, Geschichten, die im Sinne der humanistischen Bildung gemeinsames Erbe der Oberschicht sind. Anselm Feuerbach, der 1829 in Speyer geboren ist, in eine großbürgerliche Familie, sein Vater ist Universitätslehrer, wird allerdings in Ansbach die ersten prägenden Jahre verleben, bei den Großeltern, seine Mutter stirbt, da ist er gerade ein Jahr alt. Er wird sehr früh schon im Zuge der Gymnasialausbildung mit diesen Erzählungen und Geschichten der Antike konfrontiert. Noch bevor er die Schulausbildung abgeschlossen hat, geht er nach Düsseldorf, um an der Akademie der Bildenden Künste zum Maler ausgebildet zu werden. Orpheus und Eurydike oder Eurydike, eine der anrührendsten Geschichten von Gattenliebe, die die Antike zu bieten hat. Die Erzählung wird ganz im Sinne dieser klassizistischen Eleganz im zurückgenommenen Kolorit Anselm Feuerbachs, das er ausbildet und ausprägt in der intensiven Beschäftigung mit Künstlern des frühen 19. Jahrhunderts, erzählt, indem er just diese Sequenz der Geschichte verhandelt, die die ganze Tragik in sich trägt. Nämlich Eurydike wird von den Göttern in die Unterwelt geschickt, über den Styx, über den Fluss, mit dem Kahn hinübergeführt, ist sie im Reich der Toten, im Hades. Ihr liebender, über sie alles vergötternder Mann, der Musiker Orpheus, der mit dem Schlag seiner Lyre vermag, nicht nur die Tiere zu Tränen zu rühren, sondern auch die Götter, er wird es schaffen. Er bekommt das Versprechen, seine Eurydike wieder in die Welt der Lebenden zurückholen zu dürfen. Unter einer Voraussetzung: Er darf sich nach der blinden Ehefrau Eurydike nicht umwenden, wenn er sie aus dem Hades hinausgeleitet. Auf leisen Sohlen folgt sie ihm mit ihren Sandalen, die Anselm Feuerbach hier mit diesen zurückgenommenen Darstellungen in einem sehr, sehr eingeschränkten Farbkanon sich bewegend, die Trapagen, die Kanneluren der Gewänder dieser antiken Figuren, so schreitet Eurydike ganz leise hinter Orpheus her. Er wird nicht umhin kommen, sich, um sie zu vergewissern, ob sie ihm auch tatsächlich folgt, über die Schulter auf sie zu blicken, und damit ist der Zauber erloschen. Eurydike muss für immer zurück in die Unterwelt. Die Erzählung in dieser klassischen Eleganz, in dieser klassizistischen Schönheit, jene Ästhetik, die Anselm Feuerbach zu einem so herausragenden Künstler werden lässt, der sich an Zeitgenossen wie beispielsweise Hans Mackert in Wien so heftig reibt, dass er über den Mitbewerber Mackert sagen wird: Jener mit der elenden, verstaubten Trödelbude. Und damit meint Anselm Feuerbach die üppige Opulenz, die Pracht der Ausgestaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten, in denen Hans Mackert die Wiener Gesellschaft empfängt. Anselm Feuerbach ist dies zutiefst fremd. Er, der die Kunst der Maler des frühen 19. Jahrhunderts studiert und dort durchaus Anleihen nimmt, um diesen zurückgenommenen, unglaublich eleganten Stil seiner Historienerzählung zu entwickeln, Eugène Delacroix beispielsweise, oder aber Gustave Courbet, Constant Troyan und Théodore Rousseau. In dieser Farbgebung, in diesem Kolorit, mit diesen ganz sanften Farbaufträgen, mit weichem Pinselduktus entwickelt er eine Eleganz und Ästhetik, die nicht nur in seinen Porträts, sondern vor allem in den Darstellungen der historischen Erzählung der antiken Rezeption eine
klassische Schönheit, so wie sie der Vertreter des auslaufenden 19. Jahrhunderts besonders schätzt, entwickelt. Geben Sie sich der Aura dieses Bildes hin, lassen Sie sich diese anrührende Geschichte aus der Antike von Anselm Feuerbach näher bringen und erleben Sie die Diskrepanz zwischen so unterschiedlichen Œuvres, die zeitgleich prägend und formend sind. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.